Also ich stehe mit Kaspar und Hussein. Die beiden machen auch ein spannendes Projekt. Erzählt mal, was macht ihr? Ja, also wir reisen quer durch Deutschland, haben in Berlin angefangen und sind runter bis zum Bodensee und jetzt geht es gerade wieder hoch zurück nach Berlin. Okay. Genau, jetzt zurzeit befinden wir uns in Heidelberg und haben euch getroffen. Genau. Die nie zuvor gemacht Boys haben wir gerade, sind uns über den Weg gelaufen. Auf eurer Reise, ich meine, es ist schon ungewöhnlich so, wie ihr reist, gab es Momente, wo ihr euch selbst auch herausgefordert fühltet und gesagt, okay, wie schaffen wir das jetzt, wie kommen wir weiter oder war alles easy peasy für euch? Ja, im Allgäu, also allgemein ist es ja jetzt nicht so eine, wir machen uns ja keinen Challenge so, wir suchen uns halt jeden Tag, sind so Alltagsherausforderungen eigentlich, so wo schlafen wir heute so, wo können wir unsere Sachen lagern, ohne dass sie jemand klaut so, und trotzdem in die Stadt gehen und ein bisschen Spaß haben. Aber im Allgäu zum Beispiel, da war es halt ziemlich verregnet. Da hatten wir halt, waren wir mit unseren ganzen Sachen gerade angekommen auf dem Berg. Und dann auf einmal kam eine riesige Gewitterfront richtig an. Und dann haben wir halt wirklich in ein paar Sekunden unser Zelt aufgebaut und unsere ganzen Sachen irgendwie reingeschmissen. War natürlich trotzdem alles nass so. Und dann, keine Ahnung, hat es halt erstmal 5 Stunden geregnet so. Konnten wir halt erstmal nichts machen so. Und dann, wie seid ihr damit umgegangen oder trotzdem mit klar zu kommen? Wir haben Karten gespielt, ganz viel. Okay. Also geduldig gewesen. Ja, klar, kann man ja nichts machen. So, wir hatten zum Glück auch was zu essen dabei, deswegen, aber uns ging es jetzt nicht schlecht, es hat ja geregnet, wir konnten halt nichts machen. Okay. Aber, und ist es spannend, macht Spaß, die ganze Tour? Ja, also die Tour macht Spaß und ganz viele Challenges setzt man sich selbst immer und die muss man halt alle überwinden und das macht Spaß, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Wenn man so in Urlaub fährt, da ist man eigentlich nur unter sich und wenn man richtig so unterwegs ist wie wir, da ist man, da hat man richtig mit den Leuten zu tun, mit dem Land zu tun und dann weiß man richtig, mit wem man zu tun hat und erst dann kann man eigentlich richtig beurteilen, wie der Ort oder wie die Menschen halt sind. Ja. Und sonst geht gar nichts und genau diese Herausforderung, Leute kennenzulernen, diese Angst zu überwinden, die es auch haben kann. Wir haben die jetzt nicht, aber man kann sich ja immer nicht trauen zum Beispiel oder so. Wenn das ist nur am Anfang, weil danach gewöhnt man sich dran und diese Wärme der Leute, die wird einen so auf, dass man danach, glaube ich, gar keine Hemmungen mehr hat und einfach drauf losgeht. So. Sehr cool. Ja. Habe ich nichts hinzuzufügen. Naja, cool. Vielleicht unser Challenge so, weil wir wollten halt keinen Urlaub haben, so. Deswegen gehen wir auch Hotels und auch Campingplätzen sogar so ein bisschen aus dem Weg. Wir wollen halt so Land und Leute kennenlernen, wie es ist halt so. Und wenn man im Hotel ist, dann ist man halt im Hotel, hat so sein Bett, so, dann kann man auch zu Hause bleiben eigentlich, dachten wir uns. Oder halt richtig Urlaub machen. Deswegen ist unser Challenge vielleicht so jeden Tag halt so ein bisschen unter die Leute zu kommen, das Land so kennenzulernen, wie es ist und halt, ja genau, halt draußen zu schlafen. Super. Coole Aktion. Ja. Toll, dass wir zwei Verwandte im Geiste getroffen haben, genau, sozusagen. Auf jeden Fall. Viel Spaß bei eurer Tour noch. Herzlichen Dank. Ja, cool. Auch viel Erfolg. Danke.